Hallo und herzlich willkommen zu Project Oldschool. Mein Name ist Nupanta. Wie ihr wisst, mache ich jetzt hier ein paar Aufnahmen für David. Und mit dabei ist Mikkel. Moin. King. Servus. Lukas. Hallo. Sebu. Hallo. Und der inkompetente Skipper. Hallo. Wir sind mittlerweile bei 300 PS. Wie ihr sicherlich jetzt gerade merkt. Und ja. Wir haben uns heute ein kleines Gesprächsthema ausgesucht, was vielleicht nicht ganz so freundlich ist, aber dennoch angesprochen werden sollte. Und zwar geht es um die Modding-Community. Ich habe in letzter Zeit viel nach Mods geguckt und merke immer mehr, dass immer weniger kommt. Und ich kann es verstehen. Aber was sagen denn die anderen Leute dazu, die hier noch sind? Okay. Kommt halt relativ wenig an. Kommt halt relativ wenig. Richtig gut. Also ich schaue halt persönlich meistens im Mod-Hub und so auf den Seiten, auf die ich sonst schaue, kommt halt viel, aber halt viel Müll. So. Ja, stimmt allerdings. Es kommt meistens, wenn was kommt, nur Müll. Ja. Entweder hat das Fehler, was ich verstehen kann. Nicht jeder mit ist perfekt sofort, aber man kann doch eigentlich den L17-Standard beibehalten und nicht Mods aus dem 11er einfach in den 17er konvertieren. Naja. Erstens sagen, ja, 11er-Texturen im 17er habe ich schon oft gesehen. Sieht dann aus, als ob du, keine Ahnung. Ja, ich sag mal, du vergleichst einfach mal jetzt mit Auflösung vom PC. Du spielst normalerweise 4K. Und dann hast du da auf einmal eine Auflösung von 144p oder sowas. Also, da denke ich mir auch so, ja, wie soll ich da jetzt hier Geschwindigkeit ablesen oder so? Das hatte ich letztens bei einem, was war das, ein 800er Favorit, glaube ich, war das. War nicht der von Smeti, welcher übrigens mega gut ist, den wollte ich eigentlich auch mal hier reinbringen, aber der hat halt Polygone hoch 10.000, das war auch das nächste Problem, ne? Polygone. Das verkraftet LS halt nicht. Viel hilft nicht immer viel. Auch wenn manche Modellers vielleicht manchmal so denken. Weil es, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder voll den Hate abbekommen, das ist mir aber vollkommen scheißegal. Aber ich habe lieber mal Standardmaschinen als Mods. Weil dabei richtig funktionieren. Man muss sich nur keine Sorgen. Ich meine, klar, jetzt kommt hier Lexon auf einen zu, dann merkt man halt schon, dass der ein bisschen viel hat an Polygonen. Aber wiederum muss man dann sagen, die ganzen Sachen, die man so standardmäßig hat, die sind nach einer Zeit auch wiederum ausgelutscht, ne? Stimmt auch wieder. Irgendwie benutzt jeder zum Schluss den CRC90 und fährt damit seinen 13 Meter Schneidwerk rum. Ich meine, 13 Meter sind, glaube ich, sowieso hier in Deutschland nicht zugelassen. Alles gespannt, Drescher, Schneidewerkswagen und dahinter und so. Aber ist da nicht, man muss da nicht immer selber fahren. Und wenn das so weitergeht. Der CRC 19 ist ja eh schon ausgelutscht wie sonst was. Das stimmt allerdings. Der ist ja, also den ersten CRC 90 hatte ich im 13er. Im 13er, das war der vom Big Boss Modding, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Ich hab mir den runtergeladen gehabt. Oh, Polygonbombe. Der tut weh. Das kann auch vielleicht jetzt an der Aufnahme liegen. Ich weiß es nicht. Ich bin, wie gesagt, jetzt frisch in dem Business, ne? Und kann sein, dass es jetzt für mich so ein bisschen alles komisch ist. Also verzeiht mir, wenn ich hier nicht ganz so auf dem Niveau bin. Aber irgendwann ist immer das erste Mal, ne? Ja. Meine, wir haben. Muss ich da auch erstmal rantrauen? Man sagt derjenige, der anfangen will, hier Livestreams zu machen, ne? Aber das mache ich ja nicht, damit ich hier die großen Zuschauer bekomme, sondern einfach damit die Leute auch quasi Live-Status-Updates bekommen, was hier so los ist. Weil wir schweifen vom Thema. Das war euer letzter richtig, richtig geiler Mod. Wir richtig am Feiern wart.
Komplett neu gebaut oder komplett auf neu. Form eines komplett Standardfahrzeugs? Neu. Komplett neu. Würde sogar tatsächlich sagen, der 800er Favorit. Ja, der 8900er Favorit von Smelty. Ja, das stimmt allerdings. Da muss ich auch sagen, dass bis jetzt die Mods, die mich am meisten weggescheppert haben. Und ja, Smelty macht halt gute Arbeit, aber meistens in den ersten Versionen merkt er dann auch selber meistens, wenn er das dann nachträglich irgendwie auf den Daily-Server packt oder sowas. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber schätze ich mal, dass das so macht, dass dann, wenn man zwei Shooter aufeinander stellt, die Performance auch ziemlich in den Keller geht. Noob, wo möchtest du hin? Ja, bei mir auch gerade. Und ja, das ist schade, weil, wie man auch bei Facebook guckt, die Leute sind nicht mal am Meckern, die sind nur am Meckern und so weiter, ne? Aber begründen nicht mal, was sie kritisieren haben. Die sagen einfach nur, scheiße, gefällt mir nicht. Aber wenn man sagen würde, ja okay, hier, die Texturen sind noch nicht so ganz auf dem Level, wo sie sein sollen, ne? Zum Beispiel. Weil er macht dauernd da Fehler, wenn man das und das macht. Dann kann ich das ja verstehen, aber wenn man nur unkonstruktive Kritik abbekommt, kann ich die Modder verstehen, dass sie sagen, dass sie keinen Bock mehr darauf haben. Lass uns das nur noch für sich machen. Genau. Man kriegt, hab das ja auch selber mitbekommen, als ich im 13 mal ein bisschen mit Privatmods gehandhabt habe und da ein paar Bilder hier auf dem TS hatte. Ich habe keine 10 Sekunden hier auf dem TS rumgeschimmelt und ja, ich habe sofort 10 Anfragen nach Mods. Aber wie gesagt, hier ist privat und die Leute checken das nicht, dass der privat ist. Dann betteln die danach und dann sage ich ihnen das aber auch eiskalt ins Gesicht. Okay. Ja. Darf ich mal eine Runde? Kannst du? Danke. Und ja, vor allem, dann dürfen sich die Leute sich auch nicht beschweren, ne? Ja. Ja. Wenn sie immer nach Mods betteln. Ja. Die nicht nach den Mods betteln, sondern eher, dass sie nur am Rummeckern sind, wo man eigentlich nicht meckern müsste. Ja, aber die, wo halt auf betteln, die sind halt auch die, wo dann sagen die Modder, dass sie keine Lust mehr haben. Ja. Oder halt die ganzen Mod-Poler, ne? Weil, wer kennt nicht Alice Nowinki und so ein Kack, ne? Das macht halt auch das Business kaputt, ne? Ist ja auch, ich sag mal, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich sagen soll, geschäftsmindernd ist, glaube ich, das falsche Wort dafür. Aber ist halt auch jetzt nicht so top. Weil, die kannst du halt einfach runterladen, ne? Und dann war's dann. Wann, klar, wenn es ein Upload-Link ist, das fuckt mich auch mega ab. Bin ich ganz ehrlich, weil wer will schon mit 30 oder 50 Kilobyte pro Sekunde da, sag mal, einen Hof Bergmann oder so runterladen, ne? Ja. Da gibt's andere Wege. Aber so nötigt man halt teilweise auch die Leute, irgendwo hinzugehen, wo es halt nicht so eine Begrenzung gibt. Ja. Weil es halt teilweise einfach zu stark limitiert ist. Ich meine, wenn es limitiert wäre auf einen halben MB pro Sekunde oder sowas, oder 300-400, ne? Dann macht mir das nichts aus. Aber 50 Kilobyte, da kannst du ja mit einer Kartoffelleitung noch nebenbei, keine Ahnung was machen, irgendwie streamen oder sowas. Oder noch drei andere Sachen runterladen. Und da kommt ein Miguel entgegen. Ja. Mit einer Dolly hin, das war hinten dran, das sah auch ein bisschen komisch aus. Aber ich glaube, ich weiß, was du vorhast. Du willst jetzt den 30 Kubik nehmen, ne? Natürlich. Ja. Ich meine, uploaded, das wird bezahlt, ne? Ja, ich glaube, pro ich Download, kann. Ich müsste mich ja jetzt aus dem Fenster lehnen, aber glaub, bei jedem Download kriegt er, aber bei jedem 100. Download, ich weiß es nicht, kriegt dann der das hochgeladen hat, auf sein Upload-Konto, glaube ich, 2 oder 3 Cent hoch. Ja, also irgendwie. Nicht viel, aber etwas, ne? Aber zahlt Giants nicht auch, wenn man die im Mod-Hub einreicht? Ja, die kriegen auch Geld dafür. Ja, muss dann frage ich mich, sagen. Wieso lädt man das bei Uploaded hoch und reicht es nicht einfach bei Giants im Mod-Hub ein, zur Not als Beta, weil so wie ich das weiß, wird da sowieso das meiste angenommen, wenn es nicht total für den Arsch ist. Ja, da ist das Problem, also
dass die das halt auch ultra testen, ne? Das ist halt auch so, da dauert, da fickst du den Mod an und vielleicht erst 3-4 Monate später kommt er dann. Gut. Und bei Upload hast du halt den Vorteil, du hast den Link dann da stehen und du kannst ihn sofort bei Mod Composter oder wie sie alle heißen, kannst das hochladen. Und fertig ist dann. Machst du 3-4 Bilder und dann war es das für den Modder. So musst du halt Bilder machen, einreichen und Text dazu schreiben und hast du nicht gesehen. Glaub, aber so glaube ich, weil wenn ihr mal bei Mod habt, guckt, bei jedem Mod, wenn ihr den anklickt, steht ja ein ausführlicher Text drin, teilweise. Ja, steht ja ein halber Roman dabei. Ja. Bei den von Smetti zum Beispiel steht wirklich ein halber Roman dabei. Ja. Ist aber auch so gesehen gar nicht mal schlecht. Wobei manche Texte sind echt witzig, da ist Google Translate einfach nur benutzt worden. Ja. Das merkt man halt auch, aber wem willst du es verübeln? Ganz ehrlich. Du kannst. Ja. Ich glaube nicht, dass sie bei Giants irgendwen haben, der, sag ich mal, Afghanisch kann oder sowas. Ich sag mal so, aus dem Englischen sollte man sich jeder übersetzen können. Ja, dann wiederum hast du auch Leute, die können kein Englisch. Modden aber trotzdem. Und, ja. Oh. Falsche Taste gedrückt. Solange jetzt Steuerung I? Nee, ich bin auf F2 gekommen. Wollte aber nur meine Tastatur ein bisschen weniger leuchten lassen. Aber es ist halt so das Problem der ganzen Modding Community, dass sie sich irgendwie selber zerstört. Ja. Ein Giants ist schon so sozial und sagt hier, ihr könnt euren eigenen Inhalt einbauen, ne? Ebo? Die Leute treten das halt ja teilweise echt mit Füßen, ne? Ja. Muss man tatsächlich so sagen, weil wenn es immer weniger wird, dann denkt sie, hast du irgendwas nicht. Aber wiederum Giants macht dann halt meiner Meinung nach auch den falschen Weg, immer mehr und immer mehr Sachen reinzunehmen, weil so brauchst du halt quasi kaum noch Mods. Ja. Weil, was heißt brauchen? Ja, ich sag mal, wenn jetzt wirklich Klaas reinkommt, was ja so mehr oder weniger geleakt wurde, ne? Dann brauchst du schon mal nicht, wie wir hier jetzt haben, die Lexions. Hast du dann ja wahrscheinlich. Aber wobei, da ist dann auch wieder die Dings dann, zum Beispiel, ich nehme jetzt im LS17 Fendt als Beispiel. Hast du den 300er, 700er und 900er. Jetzt fehlen noch 1000. Der 1000er Vario, 900, der 800er und der 500er. Ja, beim 1000er ist es aber, glaube ich, so gewesen, dass Giants den nicht nehmen durfte, weil er einfach zu neu war. Weil der kam wirklich recht knapp erst raus und dann ist klar, dass Giants da nicht liefern darf. Wenn dann Fendt sagt, ne, der ist jetzt erstmal noch zu neu, den braucht er noch nicht. Ja. Wobei, da ist dann natürlich auch wieder gut, weil dann kann die Mod-Community sich daran, ne? Ja. Aber wenn halt Glas reinkommt, dann werden sie halt Glas mit irgendwas ausstatten, bitte. Warte. Ja, die werden dann irgendwie IC-Steuerung einbauen oder dynamische Hosen oder sowas. Ja. Wenn es halt nicht im neuen schon gibt, dann. Wobei, das ist dann so die Sache jetzt zum Beispiel, es gibt ja diesen 900er Moriality von Smetti. Ja. Hat jetzt noch die Innenraumbeleuchtung hinzugefügt. Und die IC und ich glaube auch Dynamic Hoses. Ja. Sind jetzt drei Dinge. Wenn Innenraumbeleuchtung im LS19 kommt, was bleibt dann noch? Und und Dynamic Hoses, dann bleibt im Prinzip nur noch die IC. Also ja, ich denke mal, es wird immer irgendwas Neues kommen. Ah, klar. Wenn irgendein Feature geedit wird im 19er, dann wird trotzdem wieder irgendwas Neues gefunden, was nicht im Game gibt. Ja, was nicht im Standardspiel ist und was man hinzufügen kann. Also ich glaube, was garantiert nicht so schnell in LS reinkommt, ist zum Beispiel dieses Schlauchsystem, was hier im 17er ist, wo du die Gülleschläuche ankuppeln kannst und so. Ja. Ich glaube, das gibt's nicht. Aber wobei, was Giants durchaus machen könnte mit diesem, aus diesem Gülle-Pack, dass du da mit diesem Überladestutzen arbeiten musst. Aber das wäre halt wirklich so ein bisschen 13er-Feeling. Ich weiß nicht, ob das einer von euch gesehen hat schon. Aber ein 13er Mic-Map, da haben wir mit dem größten Kotter-Ding da, mit dem Vierachser,
sind wir dann da hergefahren und haben Gülle gepömpelt. Also, das war immer total witzig, Gülle pömpeln. Wenn ich mal zwischengreifen darf, was ist denn das nächste Feld? Hier direkt die. Habt ihr 42 schon gemacht? Nö, ne? Nee. Dann geht also auf 42. Aber ich muss auch sagen, Giants macht halt schon einen recht guten Job. Und wer auch einen recht guten Job gemacht hat, bin ich, weil ich sehe gerade, dass wir 15 Minuten erreicht haben. Dementsprechend ist es auch schon wieder soweit. Bis dahin. Ciao. Bis. Ciao. Tschüss.